Finde. Somit ist das auch richtig angekommen, unsere Botschaft. Wir laden Frauen und Männer an einen gemeinsamen runden Tisch, um einfach sich neue Wege anzusehen, Unterschiede anzusehen durch eine neue Brille oder wie die Frau Kollegin sagt, visionärmäßig zu überlegen, was fällt mir ein, wie kann ich es denn umsetzen. Und das ist das, was sich bei uns als roten Faden durchzieht. Wie nehmen Frauen jetzt die Welt wahr? Wie haben sie es vor 100 Jahren wahrgenommen? Wie nehmen Männer die Welt jetzt wahr? Wie war es vor 100 Jahren? Was könnte sein? Wie schaut es aus von der Biologie her, von unseren Schönheitsidealen, wie die Kollegin machen wird? Wie schaut es aus mit unserer Sprache? Jetzt kam da schon aus dem Publikumskreis. Sie sind eingeladen, auch zu betrachten, was erkenne ich denn an mir als Frau, an mir als Mann und was entdecke ich Neues am anderen Geschlecht und was könnte mir helfen in Zukunft, das in mein Leben zu integrieren und zuzulassen. Über die Geschichte des Frauentags haben Sie sicher schon in den Medien in der letzten Zeit sehr viel gehört, wie ist das entstanden. Es ist vor allem aus der sozialistischen Frauenbewegung gekommen, die haben schon 1893 eine Wahlrechtsveranstaltung in der Penzinger Au abgehalten, weil es wurde immer gesprochen, dass die Männer die Wahl erhalten, das Wahlrecht, und von den Frauen hat keiner Krieg. Aber von der eigenen Partei, das war ihnen nicht so wichtig. Ja? Okay, und dann gab es 1910 in Kopenhagen eine sozialistische Fraueninternationale und da hat die Clara Zetkin vorgeschlagen, eine Deutsche, die diesen Kongress geleitet hat, man solle doch jedes Jahr hinweisen auf diese Ungerechtigkeiten. Also ihnen war das Wichtigste, das Stimmrecht einmal zu erhalten und dann die ganzen Forderungen, die es nur gibt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und so weiter und so weiter. Und besonders die Arbeiterinnen hatten damals ein ganz bitteres Los. Sie kennen vielleicht die Schilderungen von Adler, die es dazugegangen ist in den Ziegelwerken am Wiener Berg. Die haben neben den Ziegelofen ihre Kinder geboren und in Zeitungspapier eingewickelt. Und 20 Jahre später haben schon wieder ein bisschen Ziegelschuppen. Ja, also, und dann hat man eine Vertreterin, hat den Chef dieser Ziegelei gesagt, warum die Frauen nicht mehr verdienen, und so, beziehungsweise warum sie so viel weniger kriegt, hat er darauf gesagt, das ist ja eh keine Arbeit, das Ziegelschuppen. Ja, also, so war die Situation. Also, was ist Schönheit? Wer bestimmt das? Leonardo da Vinci hat seinerzeit mal so irgendwie mit Hilfe des goldenen Schnitts festgelegt, was Schönheit sein könnte.
Es gibt heute auch so Untersuchungen, dass man Gesichter von mehreren Menschen fotografiert und dann mal schaut, was gefällt den Menschen am besten. Und die Erkenntnis ist, wenn viele Gesichter übereinander kopiert werden, ein absolutes Durchschnittsgesicht, das wird von Menschen als schön empfunden. Also Schönheit ist wirklich relativ, daher sind wir alle irgendwie schön, Gott sei Dank. Das Problem für mich heißt aber auch im Hintergrund, warum wollen wir eigentlich alle schön sein? Was assoziieren wir mit Schönsein? Wer bestimmt, was schön ist? Links Rubens, rechts Palmers. Unten meine Schülerinnen. Ja? Dass Palmers Models nicht so lange Beine haben, wie sie da dargestellt sind, ist auch bekannt, nehme ich an. Ja, es wird heute mit fototechnischer oder mit Computertechnik werden die Fotos gezerrt, gedehnt. Also Sie sehen sie auch da unten. Ich kann auch meine Schülerinnen so dehnen, dass die auch ganz schlank werden. Ja, also wenn sie irgendein Problem mit ihrem Aussehen haben, machen sie ein Foto von sich und tun sie ein bisschen strecken. Machen Sie eine Zeitung auf und Sie lesen mindestens 3 Diätkuren. Fürchten wir uns vor einer Situation bei Bewerbungsgesprächen, Verhandlungsgesprächen, Gesprächen mit Kunden, so geht es ins Umgekehrte. Wir sind ganz negativ behaftet, fürchten uns dafür, sind ganz zögerlich und auch im Verhalten, in unserem Ausdruck. Und so funktioniert es auch bei der Sprache von Männern und Frauen. Wir denken unterschiedlich, wir sprechen unterschiedlich. Wie das genau ausschaut, das schauen wir uns jetzt an, von verschiedenen Seiten her. Denn es gibt einerseits die Sozialisationstheorie, andererseits gibt es die Biologie, die sagt, da gibt es gewisse Unterschiede. Dann gibt es die gelebte Praxis, so wie es hier und jetzt, wie es in den Zeitungen und Magazinen gelebt wird. Und wir haben die Evolutionstheorie, mit der der Thomas gleich einsteigt. Fangen wir mit der Evolutionstheorie nach Adam und Eva an. Also die sagt ja, dass Männer die Jäger waren und Frauen die Sammlerinnen, beziehungsweise die sich dann um die Kinder gekümmert haben und so weiter und so fort. Also schweigsame, tollkühne Jägersmänner standen rasenden und auf Beziehung fixierten Frauen gegenüber. Männer sind sozusagen die Ernährer, die unter Einsatz ihres Lebens das Tier bzw. die Beute nach Hause getragen haben, waren fokussiert, konzentriert, haben alles andere ausgeblendet, bis die Beute tot war. Jetzt könnten wir uns fragen, haben wir irgendwas aus dieser Zeit in unsere Gegenwart mitgenommen? Darf ich jetzt ein kleines Beispiel von meinem Leben bringen? Und zwar typisch Shopping. Ja? Wir Männer, sprich ich spreche jetzt auch für die ganze Männerschaft sozusagen, gehen nicht einfach einkaufsbummeln. Nein, das kommt bei mir vor. Des Öfteren muss ich weiße Hemden tragen mit einem Anzug darunter. Und da kommt es auch vor, dass ein Hemd manchmal kaputt wird. Ja. Ich gehe dann einfach raus und reiße mir ein neues Hemd. Ja, ich schleiche mich in ein Geschäft, fokussiere die Abteilung, blende alles rundherum aus, denke mir, Hemd. Hemd tot. Bei den Sammlerinnen ist das anders, weil die müssen lagern und horten, weil der nächste strenge Winter kommt bestimmt. Und Frauen gehen nicht erst los, wenn die Bluse kaputt ist, um sich eine neue zu besorgen. Nein, sie gehen auch nicht schnurstracks in eine Abteilung. Sie streifen herum, müssen entdecken, müssen befügeln. Ja, und gehen so lange herum, bis der Korb voll ist. Daran hat sich nichts geändert. Das wäre jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute Erklärung, warum alles so ist, wie es ist. Ich muss Sie leider enttäuschen. Schon in den 1970er Jahren haben sie vorsichtig Rekonstruktionen erstellt, wie man früher gelebt hat, und sie mit aktuellen Leben, also aus Jäger und Sammlerinnen, lebenden Völkern verglichen und wissen, was dabei rausgekommen ist. Es gibt keinen Unterschied, also keinen wirklichen Unterschied. Unabhängig jetzt mal vom
Männerstimme, Frauenstimme, Männersprache, Frauensprache. Auch Männer, es gibt sogar Männer, die Stimmtraining brauchen. Meistens kommen die Männer eher in die Kurse, die sich Rhetorik-Seminar nennen. Und die Frauen kommen auch sehr gerne in Stimmtraining, Stimme und Sprache, Stimme und Körper. Ja, das sowieso. Ja, es ist schon sehr geprägt. Aber es geht um die Stimme. Ganz, ganz wichtig ist für die Stimme ein lockerer, schwingungsfähiger Körper. Also ganz angespannt ist es schwer zu sprechen. Es geht auch, aber locker mit großen Bewegungen, wie sie leider nicht immer erlaubt sind im Businessbereich, ist es schon besser. Don't do it, diese Nicht-Tun, schwarze Liste. Räuspern ist wirklich ganz, ganz, ganz schädlich für die Stimmbänder. Wenn Sie den berühmten Frosch im Hals haben, in Frankreich ist es ja kein Frosch, weil die essen ja Froschschenkel, deswegen wäre es komisch, bei denen ist es eine ganze Katze, die dann im Hals steckt. Wenn sowas kommt, kann man richtig husten.